Die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke in Deutschland hat reihenweise Versprechen der Bundesregierung verkauft. Erstes Versprechen der Bundesregierung in den letzten Monaten war immer, werden die Laufzeiten verlängert, dann werden wir 50% der Gewinne der Atomkonzerne abschöpfen. Rausgekommen sind weniger als 30%. Das ist eine Niederlage für Wolfgang Schäuble. Zweites Versprechen. Wir erhöhen die Sicherheit der Atomkraftwerke, indem wir nachrüsten, damit sie auch sicherer sind, zum Beispiel bei Terroranschlägen. Tatsache ist, dass hier gar nichts passieren wird. Große Niederlage für Norbert Röttgen. Drittes Versprechen, Strom wird billiger. Tatsache wird aber sein, dass die Marktmacht der vier großen Energiekonzerne die ganzen kleinen Stadtwerke und dezentralen Energieversorger platt macht. Folge, mittelfristig wird es in jedem Fall zu Energiepreissteigerungen kommen. Das ist eine Niederlage für Rainer Brüderle, aber vor allem für alle Endverbraucherinnen und Endverbraucher in Deutschland. Insgesamt, diese Verlängerung der Atomlaufzeit ist eine Niederlage für die Regierung Merkel, die nicht durchregiert, wie sie immer gerne sagt, sondern durch ist mit dem Regieren.